Hallo, es geht weiter mit Monster Rise. Wir kämpfen gegen Ragnar Kadaki mit dem Charge Blade. Und zwar mit der Wechselkunst, die sich Axthüpfer nennt. Ziemlich nice. Jetzt auch mal gegen ein normales Monster, sag ich mal. Und nicht gegen in der Randale. Vielleicht kommt da auch was ganz Gutes bei raus dann. Randale ist ein bisschen zu chaotisch. Finde ich. Und? Hab ich? Ach, ich wurde gerade umgehauen, okay. Und ich denke mal, ja, wir werden herausfinden, wie gut es hier so läuft. Gegen diese Spinne. Ich werde vermutlich den ersten erstmal daneben hauen. Komm schon. Und. Nein! Okay, da fängt schon an. Schade. Schade. Aber ja, ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin. Man kann hier richtig gut Damage machen. Und ich glaube, die Spinne hier ist auch ein recht cooler Gegner dafür. Und ein recht angenehmer Gegner dafür. Weil man hier eine große Angriffsfläche für die Explosion hat. Weil nicht gerade zerstört wird von der. Von der hier. Und. Boom! Wunderbar. Wir haben sogar gleich einen Teil damit kaputt gemacht. So, ich darf aber aufpassen, dass ich nicht einfach nur. Vorsicht. Dass ich nicht einfach nur auf die Explosionssache gehe. Das ist immer so ein Problem, dass ich bei Charge Blade habe. Ich versuche immer diesen krassen Explosiv-Move zu machen. Die ganz starke Explosion ist meistens keine allzu schlaue Idee. Boom! Einfach, weil die auch sehr gefährlich ist. Aber ja gut. Oh, wunderbar. Da bist du mal ein bisschen stehen geblieben. Aua! Okay, gut, ich habe getradet. Okay. So oder so. Ragnar Kadaki ist sowieso ein cooler Gegner, finde ich. Ein sehr cooles Monster, die Spinne. Aber allgemeine Monster, das sind die Spinnen irgendwie ganz nett, auch wenn es nicht allzu viele gibt. Aber die es gibt, die sind ziemlich nice. Oh, nicht abhauen bitte. Und boom, Baby! Yo, nicht schlecht. Komm gleich nochmal. Zack. Und jetzt gibt's Schluss. Boom! Wunderbar. Das Schöne an diesen Explosionen ist natürlich auch, dass man da einfach einen klaren Damage macht, egal ob man einen Schwachpunkt erwischt oder nicht. Das kann wirklich ganz nett sein. Habe ich Schnellschärfen dabei? Okay, gut. Oh Gott. Aua. Das ist so ein ganz netter Vorteil. Vorsicht. Und zack, zack. Oh, du pennst. Wunderbar. Natürlich angenehm. Das heißt, wir können gleich noch gut draufhauen. Problem ist, was ich gerade sehe. Gleich ist. Oh, das war jetzt etwas nah dran. Ja, schade. Egal. Egal. Unser Schild hat gerade aufgehört mit dem Aufgeladensein. Von dem her ist es nicht so wichtig. Und was ich mir überlege, was ich auf jeden Fall machen sollte, ist, ich sollte mein Schwert aufladen, ich sollte allgemein ein paar mehr Moves benutzen. Ich habe auch bei dieser Charge Blade die Möglichkeit, also wenn ich blocke, dass ich dann Schärfe noch dazu bekomme und sowas. Das sind alles Dinge, die ich ein bisschen mehr im Kopf behalten sollte. Weil die komplett zu ignorieren wäre traurig. Die Waffe hat so viele schöne Moves, die alle so cool sind. Und man sieht halt meistens immer so wenig Nutzung von den anderen Moves. Und das finde ich halt echt nicht cool. Na du. Und jetzt aber, lad mal schnell auf. So, immerhin ist mein Schwert aufgeladen. Jetzt kann man angreifen. Boom. Ha. Oh, nein. Nein. Nein, ich wurde erwischt. Hilfe, Hund. Danke. Jetzt können wir draufhauen. Na du. Zack. Und nein. Oh, ich wurde leider in der Luft weggehauen. Schade. Das hätte richtig nice sein können. So, oh, Vorsicht. Ach, als ob. Und weg hier, nein. Oh, da wurde ich leider noch erwischt von irgendwas. So, jetzt gibt's Stress. Auch wenn ich. Verdammt. Oh, das ist wirklich. Das ist immer so das Schlimmste bei solchen Waffen.
Ich bin tatsächlich ein größerer Fan von nicht dem Axtüpfer. Axtüpfer ist ziemlich cool, aber ich mag diesen Kettensägen-Style wirklich unglaublich. Der ist so cool. Aber ich bin leider nicht gut genug für den Style hier, um da das bisschen besser mit dem Timing hinzubekommen. Ich glaube, ich fokussiere mich immer noch ein bisschen zu sehr darauf, was man nicht machen sollte. Zack, zack. Oh. Okay, gib mir deinen Kopf. Wunderbar, da kann ich draufhauen. Oh, das war jetzt wieder... Oh, sogar perfekt. Wunderbar. Boom! Super nice. Jetzt können wir dich auch reiten. So, dann schauen wir mal. Normalerweise kann man die hier dagegen hauen, aber da ist leider gerade kein Lava-Dinger. Schade. Nicht so wichtig. Wir sorgen mal dafür, dass die Arena etwas mehr Platz hat. Zack, zack. Und boom, aufgeladen. Ey. Schlimmer. Na gut. Na, Ragnar Kataki. Ach. Ich würde gerne mit dem Angriff erwischen, auch wenn er jetzt nicht so krass ist. Ich finde, das Schwert aufladen oder damit angreifen ist eigentlich ziemlich cool. Hat irgendwie Style. Oh, du pennst. Wunderbar. Fuck. Egal. Zack. Boom. Erwischt, Baby. Ich werde es nicht zum Kopf gehen. Da haben wir keine Zeit für. Und nochmal. Komm schon. Oh, okay, okay. Ich benutze es erst gar nicht. Das Schöne an der Wechselkunst ist immerhin, man muss nicht den starken Angriff direkt ausbauen. Man kann auch hier einfach in die Luft hüpfen, merken, oh nee, der will nicht. Und dann kann man es immer noch abbrechen. Von dem her ist es in Ordnung. Die Leute, die mein Set sehen wollen, ist okay. Ich bin viel auf Handwerk gegangen, vielleicht etwas übertrieben, aber egal. So. Boom. Na du. Okay. Was machst du? Alles klar. Oh, nichts, das mich stören wird. Super nice. Huch! Habt ihr das gerade gesehen? Das fand ich lustig. Da war... Irgendwie war da noch so eine komische kleine Explosion. Und dann habe ich ihm Schaden gemacht, als ich erwischt wurde. Oder halt ihr. Komisch. Na gut. Zack. Na du. Vorsicht. Das Renault bloß ein bisschen im Weg. Ist das nicht so cool eigentlich? Zack. Ach. So, aufgeladen. Wunderbar. Jetzt können wir auch gleich wieder. Genau. Oh. Und. Nein! Als ob es gereicht hat, dass du einen Schritt nach hinten gegangen bist. Ach, das ist so übel. Es tut so weh im Herzen. Es tut so weh. So ein cooler Angriff eigentlich. Boom. Oh, Vorsicht. Oh, ich wollte eigentlich blocken. No, nicht mit mir. Ich glaube, blocken lädt uns auch auf, was ganz cool ist. Und zack. Na du. Huch. Ach, okay. Im letzten Moment ist da leider unsere Schildaufladung verschwunden. Bisschen traurig. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Oh, Vorsicht. Oh. Oh, okay. Okay. Angriff. Zack, zack. Boom. Jetzt gibt's Schluss, Kollege. Darüber will ich nicht sprechen. Nein. Das ist so traurig. So. Haben wir drauf. Oh, oh. Weg da. Oh. So. Wasser, die Vitalität. Ah, okay. Für die Verbrennung. Mir jetzt aber egal sein kann. Ah, einfach viel zu langsam. Läuft gerade leider nicht allzu gut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nope. Ich muss mich mehr konzentrieren. Das geht ja gar nicht. Okay, nein, ich mach den Move. Oder? Doch. Ich hau ihn raus. Boom. So. Und zack, zack.
Verdammt. Und es gibt Stress. Zack. Also gar nicht, Biggie. Das andere Problem, das ich auch darin sehe, ist, ich mache halt so wenig, also nicht wenig Schaden, aber so viel seltener Schaden, dass es sich so anfühlt, als würde ich viel weniger Schaden machen. Ob das wahr ist, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber das Feeling finde ich irgendwie ein bisschen uncooler. Liegt aber auch daran, weil ich halt eher Waffen mag, die etwas schneller sind in vielen Fällen. Ich spiele auch sowas wie Großschwert nicht so gerne. Ist halt einfach eine Sache, die alleine ein Problem für mich persönlich ist. Das ist natürlich, ja, da kann die Waffe selber ja nichts für. Es ist ja gut, dass jede Waffe anders ist. So. Oh. Du pennst schon wieder? Hat die gerade schon wieder gepennt oder lag die einfach so auf dem Boden? Hm. Na gut, keine Ahnung. So oder so, schauen wir mal. Ich hoffe, die Audio ist okay. Ich habe gerade eine Rauschunterdrückung drin. Zum ersten Mal einfach mal zu schauen, wie es so ist. Weil ich nehme ja auch einen Ventilator an. Na du. Oh. Und. Boom! Hat er den einen nicht erwischt. So. Komm schon. Boom! Oh, es fühlt sich halt echt gut an, wenn man damit trifft. Man muss aber erst treffen, was echt nicht einfach ist. So, Vorsicht. Okay, wenn du dich nicht dahin bewegst, dann hau ich den auch direkt rein. Komm schon. Zack! Und du bist fast am Sterben. Vorsicht. Bin bei blauer Schärfe. Ich habe zwar mit Handwerk und so eine Menge oder ein bisschen weiße Schärfe, aber ich glaube, mit sowas wie, wie heißt das? Also da gibt es ja diesen einen Skill, wenn man sich schärft, dass man eine Zeit lang keine Schärfe verlieren kann. Das wäre hier vermutlich auch nicht allzu schlecht. Ich weiß noch nicht, wie viel Handwerk ich brauche, um tatsächlich genug. Oh, hoppala. Geh da hoch. Wie viel Handwerk ich brauche, um direkt auf weiße Schärfe zu kommen. Ich gehe mal auch davon aus, dass T-Krex Chargeblade auch recht cool wäre. Da hat man direkt weiße Schärfe. Da könnte man vielleicht ein bisschen ein besseres Bild machen, aber ich habe einfach mal das von Diablos genommen, weil ich dachte, das ist ganz cool. Man muss ja nicht immer das Beste überhaupt haben. Solange man ein Set hat, wo man denkt, dass es ganz cool ist. Aua. Drecksack. Aber ich meine, 240 Damage, yo. Fühlt sich einfach gut an. Komm schon. Schild nicht verschwinden. Nein, nicht schon wieder. So ein Drecksvieh. Mann. Oder halt nicht. So, wieder aufladen. So. Zack. Schade. Krieg halt nur auf die Fresse gerade. Ich habe auch noch gar keine Ahnung von den Guard Points und so. Was natürlich auch recht krass ist bei Chargeblade. Die Guard Points sind super nice. Ach, nicht schon wieder Feuer. Ach, immerhin habe ich den Angriff noch rausbekommen. Aber ja, Guard Points nicht zu unterschätzen. Zack, zack. Huch, okay, wo gehst du denn hin? Nicht schon wieder der Angriff. Und zack. Nope. Oh, Vorsicht. Und? Darf ich auch mal treffen damit? Yes. Nur ein kleiner Angriff, aber ich musste einfach. Ich finde den Angriff cool. Naja, schrei ruhig, schrei ruhig. Okay. Du machst deinen Feuer-Move. Das ist natürlich absolut perfekt für uns. Denn jetzt gibt's Damage! Ah, gut, nur den einen erwischt. Egal. So, das ist auch so eine Sache. Oh, easy. Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, tatsächlich Fallen mitzunehmen und so wäre bei der Waffe ganz schön geil. Wobei das natürlich bei sowas wie Drachenhältes nicht so gut funktioniert. Ah ja, hier, jetzt habe ich die auch mal benutzt, die mit dem Axthüpfer. Ist ganz cool, die Fertigkeit. Ich benutze tatsächlich lieber den anderen Style.
Mit dieser Kettensäge. Aber jedem das Seine. Ich kann verstehen, wenn man den mag. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es online noch ein Stückchen besser ist. Weil das Monster online halt um einiges öfters mal auf dem Boden liegt, weil man den kaputt staggert und sowas. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. So oder so, das war's mit der Folge. Discord ist aber in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonnieren, liken. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.